Hallo meine Lieben, und zwar habe ich für euch heute wieder ein Video, und zwar das lang ersehnte Schminkvideo zu der Palette von Maleficent. Das war ja die Bösewichte von Catrice. Und heute sollte ich aber alles um die Kollektion von den Prinzessinnen handeln, von Disney, von Essence, und zwar die Aurora-Palette. Und zwar wird sich alles um diese Palette sich heute drehen. Und ja, die hat 14 Eyeshadows und hat insgesamt 16 Gramm. Von hinten sieht die Palette so aus und von vorne ja so. Genau. Die Palette hat einen Spiegel und das sind die Farben. Ich habe sie schon ausprobiert und getestet. Ja, jetzt sind überall diese Blumen eingestanzt. Dort, dort, dort was und dort und da, genau. Manche sieht man jetzt nicht mehr, weil ich habe die Palette halt schon ausprobiert. Genau, um die soll es heute drehen. Da schminken wir heute einen Look zu. Ich habe gestern meine Nägel lackiert mit der Farbe. Hier habe ich ganz normal grau und das hier ist so ein ja dunkleres Mintgrau. Ja, genau, habe ich heute gestern Abend lackiert und habe darüber dieses extrem Gel Nail Polish Topcoat drüber gegeben. Genau. So, jetzt wollte ich euch aber noch ein paar Sachen zeigen, die ich neu habe. Manche Sachen davon werden wir heute direkt mit ausprobieren und testen. Ich habe einen Orangensaft an Bord zum Trinken. Und zwar zeige ich euch erst einmal die neuen Sachen, die ich habe. Und zwar von Rival de Loop, von der neuen LE Starry Skin. Und zwar habe ich mir diesen Shapier Lip Topper mitgenommen. Und zwar rede ich von dem. So heißt die Marke. Genau. Dort sind 5 Milliliter drin. Das ist so ein Lip Topper. Genau, wenn man einen Lippenstift aufgetragen hat. Hat so ein Füßchen. Ja, genau. Ob wir den heute ausprobieren werden, das weiß ich noch nicht. Das entscheide ich nachher spontan. Dann habe ich, Moment, genau, waren glaube ich nur zwei Teile von der LE. Ja. Und zwar habe ich von der Rival Loves Me LE, von der Glitter All Around Me, habe ich den Glitter Eyeliner mir gekauft. Und zwar sieht der so aus. Ich finde, er hat einen wunderschönen Griff. Auch die Verpackung hier allgemein ist wunderschön. So. Ja. Hat so ein Spitzchen. Genau. Habe ich auch schon ausprobiert. Vorgestern habe ich schon ausgetestet. Sieht wunderschön aus. Wunder, wunderschön. Den werden wir heute sehr wahrscheinlich mit ausprobieren. Genau. Dann habe ich von Rival Loves Me, von derselben LE, habe ich mir die Eyeshadow-Palette geholt. Glitter All Around Me. Genau, habe ich mir die Palette gekauft. Die wollte ich unbedingt haben. Dort sind 15 Gramm enthalten. Von hinten sieht es so aus. Genau, ist so ein, ja, Verpackungshülle dabei. So. Upsali, Moment. So sieht die Palette allgemein aus. Ich finde die wunder, wunderschön. Die kann man auch mitnehmen, wenn man verreist. Aber ja, dürfen wir ja im Moment nicht durch die Situation, die wir momentan haben. Aber ich hoffe, nächstes Jahr dürfen wir wieder verreisen und werden eine gute Palette, die man mitnehmen darf. Oder kann. Ne? Eyeshadow Palette 15 aufregende Eyeshadow Farben für einen festlichen Glam Look mit Tönen in Matt, Metallic und
ultimativen Glitter. Glitter stehen alle Möglichkeiten für ein kreatives Augen-Make-up offen. Genau. Von hinten so. Zeige ich sie euch mal. Hupsali, von innen. Da war so eine, ja. Also hat keinen Spiegel, aber es steht wieder drin. Und das sind die Farben. Sind die nicht mega geil? Ich zeige sie euch mal so von der Seite. Ich finde die Farben mega geil. Vor allen Dingen hier unten dieses Petrolglitzer und wow. Also damit werden wir auch auf jeden Fall noch einen Look schminken. Aber in einer separaten Video natürlich. Mal gucken, vielleicht schaffe ich es am Wochenende ein Video drüber zu drehen. Samstag oder Sonntag, mal gucken. Genau. Rum. Ja, so. Dann habe ich vom Rival Loves Me habe ich mir mal ein Kompaktpuder gekauft. Jetzt sind 10 Gramm enthalten, ist vegan, in der Farbe 04 Sand. Verleiht ein samtig weiches Hautgefühl und einen matten und makellosen Ton. Dermatologisch getestet. Genau, und zwar rede ich von diesem Produkt. Ich mache es mal auf. Ja, ist so ein bisschen getönt. Wollte ich mal ausprobieren, wenn ich mein Make-up drauf habe und abgepudert habe und so. Für, ja, drüber zu geben halt später, ne? Genau. Ich glaube, das probieren wir heute auch mal aus. Ich weiß es noch nicht. Genau, dann habe ich mir von Catrice. Habe ich hier was Neues und da sind, Moment, 6,3 Gramm drin. War auch die neue LE. Genau, das war limitierte Edition Glow in Bloom. Monochromatic Blush und Glow. 1002 Rose Duett habe ich. Ist vegan. Zwar dieses, ist auch wunderschön. Ich mache es mal auf, damit ihr, habe ich auch schon ausprobiert, dieser Ton. Wunder, wunderschön. Gefällt mir sehr, sehr gut. Genau. Dann habe ich ja die Essence-LE, die Weihnachts-LE entdeckt. Und zwar die Xmas Wishes Candy Kisses. Und zwar habe ich mir da diesen Body Shimmer Puff mitgenommen. 01 Love at First Bit. Genau, und zwar rede ich davon, diesem Puschel hier. Genau, von diesem Puschel rede ich. Der ist extra verpackt. Ich habe ihn auch schon rausgenommen und ausprobiert. Hat ein süßes, ja. So eine Schlaufe, wo man es auch mit dem Finger reinmachen kann, wo man es festhalten kann. Ist super, super extrem flauschig. Hat jetzt keinen extrem großartigen Duft. Und wenn man da drauf drückt und man so macht, sollen so samtige Schimmerpartikel rauskommen. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt in der Kamera. Ich glaube nicht. Wenn man so machen, also ist für sein Dekolleté abzutupfen und da soll so ein Schimmer rauskommen. Ich probiere es mal ein bisschen mehr zu machen hier. Ja, aber jetzt müsste man es eigentlich normalerweise sehen. Nö, schade. Genau. Das muss ich noch ein bisschen näher austesten. Ich tue es mal wieder in die Verpackung. Genau, das hat mich so sehr angesprochen. Richtig. Und was mich so angesprochen hat, war eigentlich der Lippenbalsam, dieser Lippenstift. Aber der war leider nicht mehr da. Dann waren noch zwei Nagellacke da. Ein, der war so cremefarben gewesen, so eher rosa. So, ja, so rosa-weiß und einer in Rot-Glitzer, aber die haben mich jetzt so nicht angesprochen. Dann war ein Highlighter da,
Genau, der hat mich auch nicht so angesprochen, war aber wunderschön mit so einem Lebkuchenmann drin. Was gab es noch in der LE? Ja, diesen Puffel. Dann gab es noch Nagelsticker, aber die haben mich auch nicht angesprochen. Dann gab es noch ein kleines Fläschchen mit Zuckerstangenduft, so ein kleines Parfüm. Das hat mich aber auch nicht angesprochen. Und es gab halt eben noch diesen Eye Brush Set. Das hat mich extrem angesprochen. Und ja, genau. Ist vegan. 01 Apple Slowed Sweetness. Heißt das Augenpinselset mit einer Must-Have-Auswahl für jeden festlichen Augen-Make-up-Look. Mit einem Hauch extra Glamour. Glamour. Das Set enthält einen Lidschatten. Pinsel, einen Lidschattenpinsel, Eyelinerpinsel, Fächerpinsel zum Auftrag von losem Glitzer, Puder und Highlighter und Wegfegen von Lidschatten. Verlot. Genau, und diesen südnettische Pinselhaare. Komischer Name, ich kann das nicht so perfekt aussprechen. Tut mir leid, Leute. Ich zeig's euch mal rein. Da steht's. Bitte einmal fokussieren. Könnt ihr es sehen? Genau, das sind die Pinsel. Die werden wir heute mal. Hallo, hallo, aus, ist gut. Alles in Ordnung. Ich meine, mein Mann bekommt ein Paket, deswegen sind die Hunde am Leinen. Genau, kommen in so einem. Tut mir leid, Leute, dass ihr jetzt die Hunde hört. Moment, ich mach mal gerade die Türe bei. Hey, alles gut. Hier bin ich wieder. Und zwar, ja, kommt in so einer Umverpackung. Dann nehmen wir mal die Pinsel raus, haben einen wunderschönen glitzernden Griff. Ja, hier oben in Silber und den Buchstaben E für Essence. Und die Pinsel sind super weich. Genau. Das ist jetzt der Blendepinsel. Mit dem kann man auch wunderschön in die Lidfalte. Werden wir ausprobieren. Dann gibt es hier diesen Lidschattenpinsel. Der ist ein bisschen fester gebunden, um alles genau aufzutragen. Dann haben wir hier einen schrägen Pinsel. Damit würde ich jetzt sagen, könnte man an der unteren Wasserlinie auftragen oder Augenbrauen. Und wir haben diesen wunderschönen kleinen Fächerpinsel, der auch wunderschön weich ist. Damit, wie gesagt, kann man ja schönen Highlighter auf geben oder Fallout wegmachen vom Lidschatten. Genau. Werden wir ausprobieren. Testen wir. Richtig. Dann, wie gesagt, habe ich euch ja schon meinem gemischten Haul hatte ich euch ja schon meine Masken gezeigt. Und zwar habe ich ja hier diese T-Beauty Deep Holly Guacamole, ja, diese Sheet Mask mit Avocado, 20 Gramm. Genau. Die Maske hier werde ich mit euch morgen früh machen. Genau, die mache ich morgen früh mit euch. Da werde ich mit euch ein, ja, die würde ich mit euch morgen früh machen. Da bin ich sehr gespannt drauf. Dann, wie gesagt, habe ich ja hier diese Sheet Mask, wovon ja alle sprechen, da die so super, super gut reinigend ist. Und zwar diese Maske hier, die habe ich euch ja schon gezeigt. Dazu, wenn ihr wollt, können wir auch mal ein separates Video drehen. Also, die machen wir auf jeden Fall morgen früh zusammen. Und die Hydrogel-Gesichtsmaske Glowing Moments mit Perlenextrakt und Hyaluron. Und die habe ich ja noch, gell? Die habe ich euch ja in einem Haul gezeigt.
Genau. Ich schicke die mal gerade kurz hier rüber. Also diese Maske machen wir morgen früh zusammen. Da mache ich ein extra Video zu. Genau. So, das testen wir alles aus. So, und dann habe ich noch ein Produkt noch mir neu gekauft. Bei Rossmann habe ich das entdeckt. Und zwar von Labello. Pflegender Lipgloss. Mit Ölen zu 100% natürlichen Ursprungs. Nicht klebend. Transparent. So, ich habe es aus der Verpackung schon rausgenommen. Ich zeige euch nur mal die Verpackung, wie das aussieht. So. Dort sind 5,1 Gramm drin, 5,5 Milliliter. Genau. So, und zwar steht da: Pflegender Lipgloss ist vegan, mit Ölen zu 100% natürlichen Ursprungs, voller wirkende Lippen, nicht klebend. Genau, steht hinten drauf. Ich wollte euch nur mal die Umverpackung zeigen, wie das halt aussieht. Ne? So, das kostet 3,95 €. Ist so ein kleines, ja, Fläschchen. Ich habe es schon ausprobiert. Hat so ein Füßchen und riecht frisch. Ich würde sagen, so nach Apfel. Ja. Ist so transparent durchsichtig und hat so einen kleinen leichten Schimmer auf den Lippen. Genau. Also ich würde sagen, das riecht so frisch nach, ja, halt so frisch nach Apfel, würde ich jetzt sagen. Und davon gibt es noch eins. Das ist in so einer, ja, dunkleren Farbe halt. Aber die habe ich in meinem Rossmann noch nicht entdeckt, sondern nur diese. Wenn ich die andere entdecken sollte, werde ich die mitnehmen und euch zeigen. Genau. So. Richtig. So, jetzt würde ich sagen, fangen wir mit dem sogenannten Make-up mal an. Sorry, wenn ihr ab und zu mal meine Hasen hört. Hoppala. So, mein Gesicht, wie gesagt, habe ich schon gewaschen. Mein Gesicht habe ich schon gewaschen. Bin auch schon mit meinem, mal Haare aufsetzen, mit meinem Balea-Reinigungstuch drüber gegangen zur Erfrischung von Aloe Vera, die Serie. Genau. Und jetzt machen wir als allererstes von Balea Aqua Feuchtigkeitsserum drauf. Intensive Feuchtigkeit mit Hyaluronsäure. Feuchtigkeitsarme Haut. Ist vegan, 30 ml. Habe ich euch schon wie oft gezeigt. Das tragen wir jetzt zuerst einmal auf. Ich nehme mal meinen separaten Spiegel. So. Hat einen Pumper. Und da geben wir jetzt hier mal so drei Kleckse mal auf. So. Riecht super frisch. Ich mag dieses Serum. Genau. So. Das werden wir jetzt erst einmal großzügig auftragen. Ich gebe das auch hier unten am Hals runter, bis zum Dekolleté ein bisschen verteilt. So. Ja, jetzt im Moment ist meine Haut sehr trocken durch die warme Luftfeuchtigkeit von der Heizung in der Wohnung und dann halt draußen dieses, ja, kalte Wetter macht meine Haut ein bisschen irgendwie zu schaffen. Naja, können es ja halt nicht ändern. Wir können halt nur ein bisschen, ja, vorbeugen, halt dagegen tun, damit die Haut nicht so austrocknet. Ich muss mal gerade einen Schluck nehmen. Ein Schluck Orangensaft trinke ich super gerne. So, genau.
Die Reste putze ich dann in so ein Kosmetiktuch dann ab. So, dann, ouch, dann werde ich mal mein Schwämmchen, was schon total dreckig ist, habe ich mir mal bei Action gekauft, werde ich jetzt mal ein bisschen befeuchten. Und zwar mit dem Balea Wasserspray Aqua Pure Erfrischung für Gesicht und Körper. Auch zur Make-up-Fixierung geeignet. Ist vegan, 150 ml. Habe ich euch auch schon mehrmals gezeigt. Im Sommer gebe ich es halt super gerne über den ganzen Gesicht, auch Körper, für mich zu erfrischen. Genau. Oder halt aber, ich gebe es mal drüber für mein Make-up zu fixieren und tupfe es dann halt mit meinem Schwämmchen nochmal so ein bisschen ein. Oder ich mache meine Schwämmchen damit nass. Es hat halt keinen Duft, riecht ganz neutral. So. Jetzt habe ich das ein bisschen angefeuchtet. So, ist befeuchtet jetzt. Dann werde ich sagen, verwende ich heute von Essence. Es war erst eine LE dieses Jahr und ist aber in Standardsortiment eingezogen. Könnt ihr auch im Standardsortiment finden. In Rossmann, im Müller, im DM, in jeder Drogerie. Hello Good Stuff. Tinted Beauty Cream. Genau. Ich habe die Farbe 10 Light. 30 ml sind dort drin. Ist vegan. Zwar rede ich von diesem Produkt. So eine getönte Tagespflegecreme. Genau. Und da mache ich jetzt mal da einen Klecks hin. Und da einen Klecks hin. Einen kleinen da oben. Und einen kleinen winzig da unten. Mehr brauchen wir nicht. So, jetzt muss ich aber mal ein bisschen mehr in meinen Spiegel hier gucken, damit ich das auch gut verblenden kann. Ich nehme euch mal ein bisschen näher ran. So. So, jetzt werde ich das Ganze mal ein bisschen hier einarbeiten. Riecht super gut. Also ich finde jetzt, dass sie gut riecht. Ich mache meinen Beauty Blender immer gerne ein bisschen nass. So lässt sich das Ganze einfacher verteilen und einarbeiten. So, schön den Hals runter verblenden. Wir wollen ja keine Kanten, keine Ränder. So. Auch schön in den Haaransatz rein verblenden, damit wir auch keine Kanten dort oben sehen. So, dann würde ich sagen, haben wir das gut einarbeitet. Riecht hier auch immer so da dran. Ach, ich muss immer
Immer riechen. Ich finde, die Produkte riechen halt super. Super gut. So. Genau. So, jetzt würde ich sagen, haben wir das gut einarbeitet. So. Machen. So, dann werde ich von Rival de Loup Young das Fixing Puder verwenden. Ist so ein transparentes, loses Puder. Ist die 01 transparent, ist 5,5 Gramm drin. Rival de Loup Young ist ja aus dem Rossmann ausgezogen und Rival Lausmie ist eingezogen. Jetzt werde ich den Puderpinsel holen von Essence, von der LE. Die könnt ihr, glaube ich, auch noch kriegen. Ich habe meins im Rossmann gefunden. Müsst ihr mal schauen. Genau. Dann werde ich das Ganze hier mal ein bisschen abpudern. Auch schön den Hals runter verblenden. Dann die Stirn. Schöne kreisende Bewegungen. So. So. Dann hätten wir schon mal abgepudert. Genau. So, immer den Hals bis ins Dekolleté mit runter schön verblenden. Genau, dann habe ich hier auch so eine Dose. For Your Beauty habe ich vom Rossmann, aber ich meine, das bekommt ihr nicht mehr im Rossmann. Color Changer Pinselreiniger, so eine Dose. Die schraubt ihr auf, dann ist da so ein Schwamm drin, den muss man ab und zu mal auswaschen und dann kann man da seine Pinsel reinigen, wenn man die benutzt hat. Genau, das werde ich auch noch jetzt verwenden. So, dann mache ich mal die Augenbrauen. Und zwar habe ich da von Max & More Eye Pro Pencil vom Action. Kostet 99 Cent. Sieht so aus. Ich habe die Farbe 01 Blond. Auf jeden Fall blond habe ich. Oben ist ein Spitzer mit dran. Unten ist ein Spoolie zum Durchkämmen. Genau. Moment, ich muss mal gerade spitzen. Gerade den Mülleimer nach oben nehmen. Ganz einfach. Kann man dann schön dran lassen, den Stift. Und dann kann man da hört ihr auf zu zanken? Meine Hunde zanken im Moment sehr gerne. Ja. Und zwar habe ich ihn jetzt mal gespitzt. So sieht er dann aus. Den werde ich jetzt mal auftragen. Ganz dünn und präzise trage ich den auf, weil der ist butterweich. Da braucht ihr wirklich gar nicht feste drücken. Also ich finde ihn jetzt fast sogar noch ein bisschen besser als die Augenbrauenstifte von der Drogerie. Ganz ehrlich. Ich muss ja noch ein bisschen durchbürsten. Dann sieht man das ja gar nicht mehr so dolle.
aber ich finde ihn super gut. Und wenn ich jetzt das nächste Mal nochmal im Action bin, werde ich mir den nachkaufen. Ich finde den super gut. Man hat super schnell seine Augenbrauen damit gemacht. Und der Spoolie, der ist zwar jetzt nicht so gut, deswegen nehme ich den von Essence. Vorne so ein Pinsel dran, hinten so ein Spoolie. Und dann gehe ich damit einmal ganz kurz so präzise mal drüber und verbinde die Härchen damit und verblende das Ganze ein bisschen. Genau. Damit das nicht so allzu kräftig aussieht. Weil so allzu kräftige, fette Balken, die mag ich dann halt doch nicht so dolle. Deswegen gehe ich mal so drüber und verblende das Ganze. Genau. So, und dann gehe ich mit meinem Puderpinsel. Einmal tupfe ich da ganz kurz so drüber, damit der Rest so fixiert wird. Genau. Und das sind jetzt meine Augenbrauen. So. Jetzt werde ich aber sagen, widmen wir uns der Palette zu. Genau. Um die Palette geht es ja jetzt. Und zwar, ja, werde ich mal gucken, welche Farben ich heute verwenden werde. Auf jeden Fall benutzen wir zuerst mal von Essence eine Eyeshadow Base. Dort sind 4 Milliliter drin. Genau. Hat so ein Füßchen. Und da gebe ich mir dann punktuell da und da einen kleinen Klecks drüber. Tue das einarbeiten. Mache ich mit dem Finger. Damit die Lidschatten besser und auch länger halten und alles da an seinem Platz bleibt, wo es auch bleiben soll. Mache ich meistens immer bis zum Augenbrauenbogen nach unten. So, genau. Dann werde ich sagen, nehme ich zuerst mal diesen neuen Pinsel. Aber ich habe auch einen Pinsel gekauft von derselben LE. Den habe ich auch schon ausprobiert von den Prinzessinnen. Und zwar habe ich den Blending Brush mit Ariel. Da unten ist die Ariel. Genau. Ist super, super weich. Ist jetzt halt benutzt, gell? Habe ich schon verwendet. Den können wir nachher mal nehmen zum Verblenden. Genau, dann benutzen wir jetzt mal diesen Pinsel. Dann werde ich sagen, gehen wir zuerst mal. Ich würde sagen, machen wir mit dem Blenderpinsel erstmal hier. Holen wir den Arielpinsel und gehen in die Farbe Kiss. In das Weiße da unten. Und werden zuerst mal mein Augenlid mal ein bisschen setten. Auf der anderen Seite genauso. Das mache ich bis zum Augenbrauenbogen nach unten. So. Genau, dann mache ich meinen Pinsel hier sauber. Dieser Dose. Jetzt habe ich meine Augenlider erst einmal gesettet. Und dann gehen wir jetzt aber mit dem Pinsel hier
Gehen wir zuerst mal in die Farbe. Ich würde sagen, in die Farbe Golden Larry. Und zwar ist das diese Farbe hier unten. Wow, der nimmt aber Pigment auf. Holla die Waldfee. Ein bisschen abklopfen. Und dann gehe ich damit über das ganze Augenlid. Wow, ich finde den Pinsel gut. Mit dem Pinsel kann man wirklich präzise auftragen. Finde ich super gut. Ein bisschen Fallout habe ich aber. Okay, jetzt kommt mal der Pinsel hier im Einsatz und damit mache ich mir mal. Ui. Das überschüssige Fallout mal weg. Ja. Ich würde sagen, das kann man so lassen. Sieht sehr gut aus. Ja, genau. Sieht sehr, sehr gut aus. Jetzt mache ich den Pinsel einmal kurz sauber. Genau, da muss ich mir aber jetzt erst einmal, da habe ich von Isana 3 in 1 sanfte Reinigungstücher. Ist auch so eine LE, aber ich meine, die kriegt ihr noch bei Rossmann. Mir gefallen sie nicht. Ich mache damit meine Pinsel sauber. Ist so ein Tuch. Und damit mache ich dann meinen Pinsel kurz sauber, damit ich halt auch in die nächste Farbe gehen kann. So. So, dann werde ich sagen, gehen wir in die nächste Farbe. Und zwar gehen wir in die Farbe Kurse. Ich würde sagen, in diese Farbe gehe ich jetzt rein. Auch mit dem Pinsel. Ja, der nimmt das Produkt sehr gut auf. Und das gebe ich mir jetzt hier in das vordere Auge. Genau. Dann sieht das Ganze einmal so aus. Finde ich sehr schön. Jetzt machen wir auch die andere Seite.
Gefällt mir sehr gut. Jetzt mache ich den Pinsel einmal wieder hier in der Dose sauber. Und noch einmal in dem Tuch durchgehen. So. Genau. So. Und hier hinten in diesem Endbereich, da mache ich mir jetzt die Farbe Fairy hin. Ich glaube, da mache ich mir die Farbe Fairy hin. Und zwar dieses Grau, schimmernde. Genau. Nimmt er auch sehr gut auf. Das tupfe ich mir jetzt hier hinten in das Ende und ziehe das in die andere Farbe mit rein, damit der leichte Übergang halt verblendet ist. So sieht das Ganze einmal aus. Finde ich sehr, sehr schön. Gefällt mir. Ich mache den Pinsel wieder sauber. Auch einmal in das Tuch gehen. So. Dann mache ich mit dem hier überschüssige Fallout mal weg. So, genau. Also die Pinsel sind sehr, sehr gut. Und was ich jetzt bis jetzt mit der Palette geschminkt habe, gefällt mir auch sehr gut. So, jetzt werde ich sagen, benutzen wir mal diesen abgeschrägten Pinsel hier. Und zwar mache ich damit meine untere Wasserlinie. Und zwar gehe ich dort in die Farbe Magic One. Magic Wand. Und zwar gehe ich in diese braune Farbe. Ach ja. Nimmt das sehr gut auf. Ein bisschen abklopfen. Und dann. Gebe ich mir das in die untere Wasserlinie. Hui, das muss ich aber nachher noch einmal verblenden. So sieht das Ganze einmal aus. Jetzt mache ich den Pinsel auch einmal sauber. Okay, damit auch einmal kurz durch den Lappen. Durch dieses Tuch. Genau. Und dann nehme ich aber jetzt von, Moment, von Essence diesen Fluffy Pinsel hier von mir und gehe damit unter die untere Wasserlinie und verblende das Ganze einmal.
So, jetzt habe ich das Ganze einmal verblendet. Mach den Pinsel auch mal etwas sauber. Ja, im Großen und Ganzen finde ich die Palette wunderschön. Ich habe sie ja schon ein paar Tage, also schon vorher ausprobiert. Und ich finde die Palette sehr, sehr gut. Die Pigmentierung ist sehr gut. Und für 9,95 € finde ich die Palette top. Super schön. Die andere Palette dazu gehört, ist ja Melisophon, der Bösewicht. Dazu habe ich euch ja schon ein Schminki abgedreht. Könnt ihr gerne mal gucken auf meinem Kanal. Und die hat 12,99 € gekostet, hat auch einen Spiegel. Ich kann sie euch nochmal zeigen. Und hat diese Töne hier. Und die hat dann diese Hörner überall reingestanzt. Und die Palette ist auch sehr, sehr gut. Ist ihr Geld wert. So, genau. Jetzt werde ich sagen, mache ich einmal diesen Eyeliner. Den probieren wir jetzt mal aus. Genau. So sieht das Ganze einmal aus. Ich finde es sehr, sehr schön. Gut, bei so einem glitzerigen Look sieht man das jetzt, glaube ich, nicht so dolle. Aber ich finde es sehr, sehr schön. Genau. Und einmal da. Da könnte es, glaube ich, besser sehen an dem Auge. Also ich finde es sehr, 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 sehr schön. Mir gefällt es sehr, sehr gut. Und damit werde ich auf jeden Fall auch meinen Weihnachtslook schminken. Und auch mit dieser Palette hier. Zu dieser Palette werde ich euch am Wochenende ein Schminki abdrehen. Also ist ein sehr schöner Eyeliner. Könnt ihr euch mal angucken. Genau. So, zu den drei Pinseln hier kann ich euch sagen, ist sehr gut. Also ich finde, mit dem Pinsel kann man sehr gut die Lidschatten auftragen. Sehr, sehr gut. Man kommt präzise in jede Ecke rein. Mit diesem abgeschrägten Pinsel hier konnte ich sehr gut in untere Wasserlinie auftragen. Und mit dem hier habe ich ja das Fallout weggemacht. Und das kann man mit dem auch sehr gut, weil man präzise wirklich in die Ecke reinkommt. Also zu den Pinseln hier auch ein gutes Feedback. Genau. Daumen nach oben. Ja, diesen Blenderpinsel hier, den werden wir auf jeden Fall in dem nächsten Video, Schminki, auch mal ausprobieren. Zu diesem Pinsel hier von Ariel kann ich nur sagen, ist ein sehr schöner Blendepinsel. Den habe ich jetzt schon öfters verwendet und top. Also die Essenspinsel, die sind allgemein sowieso gut. Das hier ist sowieso mein Liebling. Den brauche ich jetzt gleich sowieso nochmal. Weil damit trage ich jetzt mal mein unteres, ja, Puder auf. Und zwar habe ich das von Rival of Me, von der LE Red Me Forte Drill, transparentes Baking Puder. Und zwar das hier. Da habe ich mir auch schon ein Backup gesichert. Genau, dort sind 14 Gramm drin. Das habe ich mir nochmal gekauft. Ist noch so verschlossen. Macht man auf und hat hier innen drin ein Netz. Und da gehe ich dann jetzt auch mal rein. Und dann habe ich so ein Produkt hier auf dem Pinsel und damit gehe ich unter meine untere Wasserlinie und bake das. Und somit mache ich dann auch nochmal die ganzen restlichen Glitzerreste weg, gehe auch nochmal über die Augenbrauen, um das zu baken.
dann gehe ich hier so ein bisschen drüber über die Nase. Genau, und über die Wangen gehe ich auch mal großzügig über einmal so mal drüber. Dann über die Lippe, am Kinnbereich. Und dann gehe ich auch hier oben an die Stirn, über die Augenbrauen nochmal drüber. Ich liebe dieses Puder, weil es riecht auch super gut. Und ja, ich liebe es halt. So, dann mache ich das wieder zu. So, mit dem Tuch, den ich eben hatte, gehe ich mal über meinen Tisch drüber hier, um wirklich mal die Reste wegzumachen, weil sonst habe ich nachher alles in meinem Pullover hängen. So, bis jetzt sind wir schon mal sehr gut. Also gefällt mir alles sehr, sehr gut. Ich muss gerade aber noch mal hier oben drüber gehen. Das hier oben in der Kante so verblenden. So, aber sieht sehr, sehr schön aus. Gefällt mir sehr, sehr gut. Was meint ihr? Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Genau. Dann werde ich sagen, machen wir mal die Wimpern. Und zwar benutze ich erstmal von Essence meine Wimpernzange. Und werde meine Wimpern mal nach oben köhlen. Sieht sehr lustig aus. Andere Seite genauso. Hier muss ich nochmal drüber. So, dann habe ich meine Wimpern mal nach oben gebogen. Und dann benutze ich von Essence Yo Better Work Volumen und Curl Mascara. Ist waterproof. Genau, und zwar rede ich ja von dieser Mascara hier. Die geht mir bald leer. Ich habe auch kein Backup mehr. Die bekommt man leider, glaube ich, nicht mehr im Sortiment. Die ging leider raus. Ja, die hat 10 ml und ich fand die so gut und ich habe die jetzt schon 3 oder 4 Mal leer gemacht und ja, ich finde die so, so gut. Schade. Hat so ein geschwungenes Bürstchen, einmal so und einmal so. Ich finde die Mascara so gut. Ich finde schade, dass die rausgegangen ist. Echt. So, jetzt werde ich mal. Meine Wimpis mal machen. So, immer ein bisschen abstreifen. Ich mache so meistens immer 3 oder 4 Schichten. Dann sind meine Wimpern auch gut getuscht und sind gut nach oben. So, jetzt gehe ich noch einmal drüber und dann habe ich 3 Schichten. Das reicht dann meistens immer. Und da sind meine Wimpern. Gut nach oben gebogen.
und schön lang getuscht. So, genau. Hätten wir das auch schon. Also mir gefällt der Look ist insbesondere sehr, sehr gut jetzt. Ja, ich werde mal gerade die Pinsel hier mal wegpacken. Mein Kästchen. So. Genau. Jetzt gehe ich mal mit diesem Puder hier. Gehe ich jetzt noch einmal. Da benutze ich diesen anderen Pinsel hier, diesen abgeschrägten. Ja, da bin ich schon im Blush reingegangen. Lasst euch davon nicht so verirren. Gehe ich einmal großzügig in das Puder. Naja, so. Und dann gehe ich damit nochmal großzügig über mein ganzes Gesicht. So, und dann muss ich auch nochmal über die Stirn gehen. Ich auch nochmal direkt über die Augenbrauen mit. Ja. Ich auch direkt mal ein bisschen mit hier nach unten. Also ich finde es sehr gut. Also mir gefällt es. Mir gefällt der Look sehr, sehr gut. Also rundum kann ich nicht meckern. Auch das Puder hier, sehr gut. Auch für zwischendurch mal ganz schnell drüber zu gehen, finde ich top. Genau. So. So. Ich wollte euch auch mal meine Uhr zeigen. Ich habe mir eine neue Smartwatch bestellt gehabt bei Amazon. Hier habe ich es mit meinem Handy verbunden. Ja, und zwar sieht meine Uhr so aus. Die habe ich bei Amazon bestellt. So sieht die jetzt aus. Wir haben jetzt 14:28 Uhr. Genau. Mein Akku geht auch bald leer von der Uhr. Ich habe 39% nur noch. Und ja, kann man draufdrücken, kommt die Uhrzeit. Dann kommt Schrittzähler. Dann, ja, jetzt blinkt sie hinten so grün. Dann kommt Herzfrequenz, den Puls. Moment. Dann kommt Spazieren gehen im Freien. Dann Laufen im Freien kommt dann. Fahrradfahren im Freien. Und dann kommt noch mehr mit Extras. Ich habe noch extra eine App runtergeladen und habe die richtig eingestellt. Also mein Mann hat die Uhr auch in Schwarz und wir sind sehr zufrieden mit der Uhr. Also ich kann mich nicht beklagen. Ich finde die sehr, sehr gut. Ich kriege in den nächsten Tagen noch ein paar Amazon-Pakete, wo ich bestellt habe. Ein paar Sachen kommen noch. Genau. Mein Mann hat schon hat neue Birnen bestellt in Weiß, Blau und Rot fürs Auto. Hat er schon eingelötet und gebaut. Dann haben wir neue Sitzbezüge fürs Auto bestellt, aber die sind noch unterwegs. Und ja, ich habe mir noch ein paar Sachen bestellt. Und dann habe ich auch noch ein neues Freilaufgehege bestellt für meine Hunde. Genau. Und wenn wir ja wegfahren, dann kommen die in so ein riesengroßes Freilaufgehege und da haben die sehr viel Platz drin. Jo, genau. Was haben wir noch bestellt? Also ein paar Sachen, wie gesagt, kamen schon an. Mein Mann hat sich eine Schokolade bestellt. Ich meine, waren sechs Tafeln von Thüringen. Mein Mann kommt nämlich aus Thüringen, genau. Und ja. Die kamen schon an. Mir schmeckt die Schokolade wirklich gesagt nicht, aber ist Geschmackssache. Ja, dann kam, was kam noch an? Also ich kann die Sachen ja alle mal so großartig mal zusammenpacken, wenn alles da ist und euch dann mal zeigen.
Genau, ich wollte euch nur schon mal halt die Uhr zeigen. Mein Mann hat die selber auch in Schwarz und ich bin sehr zufrieden mit der Uhr. Genau, so. Sonst habe ich größtenteils nichts Neues. Ich werde jetzt noch, wie gesagt, meine Ohrringe anziehen. Die habe ich schon etwas länger. Die sind vom Action. Die werde ich jetzt noch anziehen und dann werde ich meine Haare noch machen. Das kann man noch abmachen. Dann muss ich meine Haare noch kämmen und noch ein bisschen stylen, weil ich habe jetzt nur so einen, ja, halben Bommel, der fast auseinanderfällt. Und dann muss ich mit meinem Mann noch ein paar Teile kaufen fahren, noch ein paar Erledigungen machen. Und ja, wenn euch mein Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen, ihr gebt dem Video einen Daumen nach oben. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Das Abonnieren kostet nichts. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich unterstützt. Wenn ihr die Glocke aktiviert, verpasst ihr auch kein Video mehr von mir. Jo, auf Instagram, dort bin ich auch. Dort heiße ich Goldener Engel, werde ich euch in die Infobox schreiben. Und ja, passt schön auf euch auf, denn das tue ich auch. Bleibt gesund und bis dahin. Ciao.